Mexiko. Der deutsche Schlager gilt rundherum nicht viel. Man hört viel lieber Englisches vom Bodensee bis Kiel. Die Schnulzen klingen besser, wenn man sie nicht ganz versteht. Dabei sind ihre Texte, wenn man hinhört, auch sehr blöd. Schlager war so oft tot gesagt, töter geht's ja gar nicht mehr, oder öfter geht's ja gar nicht mehr. Wurde immer wieder tot gesagt, Schlager hat sich immer durchgesetzt. Der deutsche Schlager lebt. Er hat sich über Vorurteile, Grenzen und schlechte Zeiten gerettet. Der deutsche Volkslied wurde die Deutschen auch weggenommen, nicht eine gewisse Zeit. Und die haben dann dafür den Schlager gefunden, glaube ich. Schlager ist laut Brockhaus ein Hit, also ein Lied, das die Mehrzahl auf der Straße nachsingen kann, nachpfeifen kann. Ein Gassenhauer. Das frisst sich so tief ein, es ist wahrscheinlich so einfach und so banal, wie das Leben manchmal auch ist. Der Schlager stürmt vielleicht nicht mehr die Musikcharts wie in den 60ern, aber er gehört noch immer zum Lebensgefühl der Deutschen. Irgendwann, wenn die Leute total breit sind, da fangen die an, Schlager zu singen. Das ist Unterhaltung und Unterhaltung ist wichtig, auch in schlechten Zeiten. 1945. Mit der Vergangenheit im Nacken beginnen die Deutschen an die Zukunft zu denken. Der Filmstar aus Kriegstagen, Hans Albers, singt von dem, was die Menschen bedrückt in jener Zeit. Wir haben zwar alles verloren, doch wollen wir den Schmerz überstehen. Wir haben verzweifelt geschworen, wir wollen die Realität war ja so, dass man oft gar nicht drinnen leben wollte. Wir hatten nichts zu essen, wir hatten nichts zu heizen. Es war also schon sehr schlimm. Ich war Kind, als der Nationalsozialismus zu Ende ging, der Krieg verloren ging, Gott sei Dank. Und ich habe als erwachsener Mensch diese weiteren Spannungen, politische Spannungen, bewusst erlebt. Ich glaube, dass das ein Geschenk ist. Menschen, die diese ganzen Dinge nur vom Hörensagen kennen, müssen den Fehler machen, das falsch zu beurteilen. Und ich glaube, nur ein Zeitzeuge, der begreift, was damals wirklich passiert ist. Das Land liegt brach nach einem verlorenen, selbst angezettelten Krieg, ist aufgeteilt unter den Siegermächten. Deutsche Kultur verschüttet unter Ruinen. Die Deutschen sind versteift. Deren Geschichte haben denen einen Schock in ihrem Körper eingejagt. Wann dürften die Deutschen an Heimat denken? Wann dürften sie auf ihre Flagge stolz sein? Die erste wieder öffentlich gespielte Musik ist die der Besatzungsmächte. Im Ostteil Berlins tritt auf dem zerstörten Gendarmenmarkt das sowjetische Alexandrow-Ensemble auf und rührt die Menschen zu Tränen. Im Westen sind es vor allem die Amerikaner, die mit ihren Rhythmen für Unterhaltung sorgen. Für mich waren die Amerikaner Götter, ja? Die hatten Jeeps und sahen fesch aus mit ihren Cappies und waren so lässig da drin und hatten immer, für mich, wenn sie vorbeikamen, waren die immer freundlich und hatten immer Schokolade dabei oder Kondensmilch oder irgend sowas oder Kaugummi. Die jazzigen Klänge der Amerikaner werden in Ost und West gehört und gern mit neuen deutschen Texten versehen. So auch der berühmte Chattanooga Choo Choo, gespielt von Glenn Miller. Verzeihen Sie, mein Herr, fährt dieser Zug nach Kötzschenbroda? Ja, den kenne ich natürlich noch, Bulli Bulan, klar. Verzeihen Sie, mein Herr, fährt dieser Zug nach Kötzschenbroda? Ja, ja, er schafft vielleicht, wenn es In Kötzschenbroda befindet sich damals der einzige unzerstörte Bahnhof im Raum Dresden. So wird der Kötzschenbroda-Express eine wichtige Bahnverbindung zwischen Berlin und Sachsen.
In dem stets übervollen Zug fahren die Städter aufs Land, um Lebensmittel zu beschaffen. Auch wenn nur noch Platz auf dem Trittbrett oder dem Dach ist. Und dann kamen viele Schlager auch auf den Markt, die wir bis dahin noch gar nicht gekannt hatten, die also zurückgehalten worden sind. Zum Beispiel Möwe, du fliegst in die Heimat oder die Capri-Fischer, die auch schon 1944 auf dem Markt gewesen sind, aber die man zurückgehalten hatte, weil sie nicht in die damalige Landschaft 1944-1945 gepasst haben. Die meiste Musik wird über den Rundfunk verbreitet oder von Schellackplatten gespielt. Es sind die alten Tonfilmschlager von Zara Leander und Hans Albers oder Aufnahmen von Rudi Schuricke und Bully Bulan. Immer geht es um Sehnsucht, Heimat und das ewige Thema Liebe. Schlagermusik, die sangen natürlich die Leute nach dem Krieg, weil sie natürlich auch in einer Sehnsucht verfallen waren. Nach dieser grauenhaften Kriegszeit, 10 Jahre Gefangenschaft, wie man das so ungefähr nennen kann, dann endlich wieder hinaus nach Italien, da wo die Sonne scheint, da wo die Zitronen blühen. Und diese Lieder hat mein Vater damals alle geschrieben und mit großem Erfolg. Die Capri-Fischer. Ein Lied eint die Deutschen in ihrer Sehnsucht nach heiler Welt wie kaum ein anderes. Ralf Siegel hat die Leidenschaft für Musik von seinem Vater. Aus dessen Feder stammen viele berühmte Nachkriegsschlager. Die Fischer mit ihren Booten aufs Meer hinaus. Und sie liegen im Feind. Das Lied wird ein Welterfolg. Wie ich zum ersten Mal Rudi Schuricke gehört habe, da war ich so begeistert von seiner Stimme, von seinem, was er vorgetragen hat, so, dass mich der Schlager, der damalige Schlager, auch sehr geprägt hat. Rudi Schuricke gewinnt damit die erste deutsche goldene Schallplatte. Das ist ja prima, das ist ja prima. Im Haus Vaterland erfreuten Solisten und das Tanzorchester Leipzig des staatlichen Rundfunkkomitees die tanzlustigen Berliner. Das ist ja prima, das ist ja prima. Schritt für Schritt zieht der Alltag ein. Radios gibt es nur wenige, Plattenspieler kaum. Also geht man zu Tanzveranstaltungen. Hier kann man mit nur einer Limonade für ein paar Groschen über den Abend kommen. Hauptsache ist die Musik. Auch die Ostberliner genießen das bunte Leben im Westteil der Stadt. Noch sind die Zonengrenzen durchlässig. Wir wohnten erst im russischen Sektor und dann zogen wir bereits nach Westend. Und damit waren wir schon wieder in einem ganz anderen Sektor. Und ja, das war der englische Sektor und ich war in Wien im amerikanischen Sektor. Also für mich war das eigentlich kein Problem. Und ich glaube, auch der Berliner hat es damals noch nicht so als Trennung empfunden. Mein lieber Freund! Mein lieber Freund, die alten Zeiten sind vorbei. Das Leben im geteilten Land ist sogar noch einen Schlager wert. Trizonesien nennt ein Karnevalshit die neue alte Heimat und trifft damit den Nerv der Zeit. Die Eingeborenen von Trizonesien, Heidi Chimela, 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 Bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. 1951 erobert das Lied einer 8-Jährigen die Herzen der Deutschen. Conny Froboess singt von lange vermissten Freizeitvergnügungen. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee. Ja, wir radeln wie der Wind durch den Grunewald geschwind und dann sind wir bald am Wannsee. Da man im Osten das gleiche Bedürfnis verspürt, die Menschen nun aber partout nicht an den westlichen Wannsee locken will, wird der Titel bei Amiga in einer neuen Fassung aufgelegt. Strandbäder gibt es schließlich auch im Osten. Und dann nicht viel raus ins Strandbad. 1952 kommt es am Wannsee bei Schießübungen der Amerikaner zu tragischen Unfällen. Ein gefundenes Fressen für die DDR-Presse. Sie berichtet ausgiebig von US-Gangstern und lebensgefährlich verletzten Badegästen. Eine neue Propagandafassung des Liedes wird verbreitet. Schließ die Badehose ein, lass das Baden lieber sein, denn der Ami schießt am Wannsee. Wenn die
die Sonne strahlend scheint und das Schwesterchen noch weint. Fahre bloß nicht an den Wannsee. Der Westen sieht das gelassen und preist das Wirtschaftswunder. Gehen Sie mit auf diese Tour. Sehen Sie doch, die anderen stehen schon dort und nehmen die Creme schon fort beim großen Festbankett. Es geht aufwärts in der jungen Bundesrepublik. Die Menschen haben wieder mehr Zeit und Geld für Unterhaltung. Fernsehen heißt der neueste Trend und die schicken Geräte gehören bald in jeden Haushalt. Und ein ehemaliger US-Soldat stürmt mit deutschen Texten zu amerikanischem Big Band Sound die Hitparaden. Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Die Rundfunkstars bekommen durch das Fernsehen ein Gesicht. Peter Frankenfeld moderiert im Westen eine der ersten Fernsehshows. Das ist eine schöne Sache mit Fernsehen. In den neuen Kinopalästen laufen Schlagerfilme mit Conny Frohböß, Katharina Valente und Vico Toriani. Und Talentsucher einer großen Plattenfirma entdecken Mitte der 50er Jahre den jungen Freddy Quinn. Dort, wo die Blumen blühen, dort, wo die... Sein Titel Heimweh wird der Verkaufsschlager des Jahres 1956 und Freddy Quinn der erste Schallplattenmillionär der Bundesrepublik. Mit seinen sanften Liedern von Meer und Heimat passt Freddy Quinn gut ins Bild vom konservativen Nachkriegsdeutschland. Ein wenig nostalgisch zurückblickend, schön war die Zeit. Junge, komm bald wieder nach Haus. Das DDR-Fernsehen macht eigene Shows. Da lacht der Bär oder Herzklopfen kostenlos mit Heinz Quermann. Westfernsehen ist verpönt. Wir lebten im sogenannten Tal der Ahnungslosen, hat man gesagt, nicht weit von Dresden entfernt. Und wir lebten also sehr von dem, was wir aus in der sowjetischen Besatzungszone, was da für uns ausgesucht worden war und was für uns empfohlen war. Die DDR-Schlager sollen sich von der Westmusik unterscheiden. Komponisten und Texter liefern Auftragskunst. Sonntag ist heute wieder, die Trümmer schmelzen wie Schnee geschwind. Und wir singen die frohen Lieder, wir bauen und singen trotz Regen und Wind. Wir rufen hau ruck, hau ruck, wir packen zu und die Häuser erblühen. Hau ruck, für unser junges Berlin. Man wollte sich des Schlagers bedienen, aber es funktionierte nicht, nicht. Man wollte die Texter beeinflussen, irgendetwas von der arbeitenden Bevölkerung hineinzubringen, irgendetwas vom Traktor oder vom Bauern oder so. Das funktionierte nicht. Also der Schlager ging schon seine eigenen Wege, wurde nur aufgepasst, dass nichts schiefläuft mit dem Schlager. Die DDR-Kulturbehörden haben eigene Kriterien für populäre Schlager. Sie sollen schwungvoll den sozialistischen Alltag begleiten. Ich hatte zum Beispiel für den Hartmut Eichler einen Titel geschrieben. Ich gehe auf der Straße des Glücks entlang, auf der Seite, wo die Sonne scheint. Und kommst du auf der anderen Seite entlang, im Schatten und hast gerade geweint. Ging schon nicht. Schatten in der DDR gibt es nicht, es gibt nur Sonne und so weiter. Der Titel war ein wunderschöner Titel mit Hartmut Eichler. Verschwand sofort in der Giftkiste, im Giftschrank und wurde nie wieder gehört. Der populäre Entertainer Lutz Yahuda erlebt noch öfter solche Fehlinterpretationen. Zum 10. Jahrestag der DDR-Gründung gerät ein völlig harmloser Titel in die Kritik. Die Landesmusik von Gigritz Botschen hat heute Jubiläum und der Bürgermeister selbst spielt sogar mit. Wir wunderten uns, warum dieser Titel nicht aufgeführt werden durfte. Und da erkundigte ich mich und da sagte man zu mir, ja, Herr Yahuda, haben Sie denn den Text nicht gelesen? In Gigritz Botschen ist heute Jubiläum und vor dem Museum hat sich alles aufgebaut. Drum feiern heute tief bewegt die Leute, weil alle Welt auf Gigritz Botschen schaut. Da war mir klar, die Herren im höchsten Büro hatten Angst, dass dieses kleinkarierte Gigritz Botschen möglicherweise als Synonym für die DDR verstanden werden könnte. Das einzige Kriterium für den Westschlager der 50er ist der Verkaufserfolg. Die Industrie stellt von Schellack auf Vinyl um. Im Fernsehen laufen Hits von Peter Alexander und Vico Toriani, die die ältere Generation mag. Bonsoir, bonsoir.
Finden Sie etwas dabei, Madame? Die Jugend ist eher mit dem populären amerikanischen Rock'n'Roll zu begeistern. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. Bei mir war es eigentlich so, dass ich mich mit amerikanischer Musik beschäftigte, dann die Idee hatte, Rock'n'Roll in Deutschland zu singen. Und ich habe also dann Rock'n'Roll-mäßig losgelegt, hatte sofort über Nacht, mehr oder weniger nach einem Konzertauftritt, einen Plattenvertrag, der natürlich bedeutete, dass ich Deutsch singen muss. Damit war, ich sage jetzt mal, mein amerikanisch Rock'n'Roll schon wieder vernichtet. Und wir haben uns dann mit Deutsch beschäftigt. Mit seiner temperamentvollen, nun deutschen Musik wird Peter Kraus zum Teenager-Idol. Ich kenn Susie und Marley, kenn die Mary und die Jane. Auch Diana ist bezaubernd und man. Und das eine ist mir klar, ich kenn dauernd in Gefahr. Wenn ich dich nicht hätte, ich würde weh. Kulturfunktionär Tümmrich wehrt sich damals gegen diese westlichen Einflüsse in der DDR. Schließlich ist auch Staatschef Ulbricht nicht gerade ein Freund des Rock'n'Roll. Der Rock'n'Roll und der Peter Kraus hat ja sowas interpretiert in dieser Richtung. Das war bei uns verpönt. Das haben wir nicht gewollt. Und ich muss sagen, ich persönlich hatte auch nicht den richtigen Draht dazu. Also ich habe das nicht vermisst. Für mich waren die, ich möchte meinen, die gefühlvollen Schlager wichtiger und interessanter. Das 1961 erschienene Liebeslied von Bärbel Wachholz bekommt durch die politischen Ereignisse einen bitteren Klang. Die DDR grenzt sich ab, nicht nur musikalisch. 1961 wurde die Mauer errichtet und da hat das eine Weile gedauert. Es schleppte sich noch. Ulbricht war ja noch da, es wurde viel Herbert Roth gespielt, was er so liebte. Und dann kamen Zuschriften, sehr, sehr viele Zuschriften von Fernsehzuschauern, die sich also beklagt hatten über Mangel der Heiterkeit und so weiter und so fort. Nun fing man krampfhaft an zu suchen, wen haben wir denn da? Der Cottbusser Günter Geißler interpretiert einen Gute-Laune-Schlager, der das Fernweh in DDR-Grenzen halten soll. Was willst du denn in Rio? Was willst du in Milano? Was willst du an San Bezi und auf Trinidad? Schau, hier in diesem Städtchen gibt's manches hübsche Mädchen, das deinetwegen ganz verweinte Augen hat. Das Fernweh auf der anderen Seite der Mauer führt zunächst nach Italien. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit ans blaue Meer. Und wir tun der Star jener Tage ist Caterina Valente. Komm ein bisschen mit nach Italien, komm ein bisschen mit, weil sich das lohnt. Die Leute haben mit Spaß ihre Sorgen eigentlich hinter sich gelassen und haben natürlich an den Aufbau des neuen Deutschlands gedacht. Und haben natürlich dabei auch mal an Urlaub gedacht und an Dinge, die sie jahrelang nicht mehr erlebt haben. Unzählige Italienschlager entstehen in dieser Zeit. Zeit verbricht der Italiener, was er kann. Urlaub in Italien zu machen, war eben die absolute Spitze. Und dann war es eben die Erinnerung, hey Bambina und so weiter. Dann kam gerade in meinen Schlagern, muss ich sagen, sehr viel diese Auslandworte rein, die dann die Erinnerung an Italien wieder brachten. Bene, Signora, Bambina, Carina und so weiter. Das war die Masche, wie man Schlager machte. Sugar, sugar, baby. Mit seinen sugar, lässigen sugar, Wortspielen ist Peter Kraus der Schlagerstar der jungen Generation. Liebe mich nicht. Wie die Sonne. Die DDR will eigene Stars. Frank Schöbel wird in einer Talentesendung des Fernsehens entdeckt und wird, ähnlich wie Peter Kraus im Westen, zum Idol für die Jugend. Ich habe angefangen zu singen, was mir eben gefiel, so, was auch auf dem deutschen Markt war, kann man ruhig sagen. Immer mit dem Blick natürlich einen Schuss nach, ich wusste gar nicht, wo Amerika liegt, aber so einen Schuss mit dem Blick schon dahin. Und Mode war, ja, Ente damals und klar, Jeans und Nylonhemd und kleines Tüchlein drin und so, da hat man schon geschielt, ja. In den Texten benutzt Schöbel gern mal ein englisches Wort. Was den Fans gefällt, stößt bei Funktionären auf Misstrauen.
65 gab es ein Plenum und da hat Walter Ulbricht, ist er gegen dieses Bum, Bum, Bum und yeah, yeah, wie das alles heißt, ja, genossen und so, und gegen diese, gegen Anglismen gezogen. Und da fielen natürlich meine Titel alle drunter fast. Und dann wurden die gesperrt im Rundfunk und da fand ich nicht statt. Da wurde ich einfach nicht gespielt. Woher also willst du wissen, wer ich bin? Das Verbot ist nur von kurzer Dauer. Nach dem Erfolg der Musikfilme im Westen versucht sich nun auch die DEFA in dem Genre. Frank Schöbel und Chris Dirk werden zum Traumpaar. Die Filme, nicht gerade inhaltsschwer, zu Publikumsrennern. Das war so klein Wildost für uns. Und da, was da eben so passiert. Kleine Späßchen, nichts Weltbewegendes. Aber ich weiß noch, dass damals jemand sagte, es war in Sachsen, endlich mal ein Film, wo keine Arbeit stattfindet. Ja, ja, so blau, blau, blau. Die 60er Jahre im Westen sind die Glanzzeiten von Heino. Er hat sich dem deutschen Lied gut verschrieben und stürmt mit Schlagern und Volksliedern die Hitparaden. Von meinem ganzen her war ich anders, als wie man sich damals einen Schlagersänger vorgestellt hat. Haben wir gesagt, so, dann wollen wir Volksmusik machen. Und da war ich natürlich sofort mit einverstanden, weil ich diese Volksmusik, die ja damals jenseits des Saales oder Wenn die bunten Fahnen wehen, Wir lieben die Stürme, diese Lieder auch schon aus meiner Schulzeit kannte. Die haben wir schon abends, wenn wir gezeltet haben, haben wir die gesungen. Seine alten Heimat- und Soldatenlieder sind im Westen und im Osten umstritten. Für den Chefideologen des DDR-Fernsehens Karl Eduard von Schnitzler sind Heinos Auftritte immer wieder Vorlage für großes Propagandagewitter. Jeder alte und junge Reaktionär kann sich mit diesem Rechtsaußen im westdeutschen Schlagergeschäft identifizieren. Das Vergangene steht semmelblond vor uns und singt die alten Lieder. Ich konnte ja nicht rüber, weil ich nicht erwünscht war, musikalisch nicht. Privat habe ich es dann auch nicht versucht. Und ich weiß nur, dass wir unheimlich viel Post hatten, mit Anfang, mit Lieder, Single rüberschicken, LPs rüberschicken. Und wenn natürlich ein Zöllner gesehen hat, hier ist eine Heino-Platte, hat er die sofort weggenommen. Und dann haben wir Karajan Höhlen genommen und Karajan Etikette genommen und auf eine Heino CD drauf gemacht, LP drauf gemacht, und so sind viele, viele Heino Single, viele, viele Heino LPs auch in dem Osten des Landes gegangen. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Heino singt deutsche Heimatlieder in einer Zeit, wo die ältere Generation am liebsten über die Vergangenheit schweigt und die nächste Generation gerade erst zu fragen beginnt. Die waren doch eingefroren. Die haben doch ihre eigene Kultur weggeschickt durch die Nazis. Die waren schockiert. Die Seele, der Rückgrat war versteinert. Das hat Jahre gedauert, bevor sich da was lösen konnte, bevor Beweglichkeit in Deutschland überhaupt reinkommen. Ja, ich meine, in Deutschland, wenn du irgendwas richtig sagen willst über Aufarbeitung oder Analyse von irgendwas, sagt man immer Drittes Reich. Klar, spielt mit Sicherheit auch was ein, dass Volksmusik halt so gerade in Nazi-Deutschland groß geschrieben wurde. Wenn die bunten Fahnen wehen, geht die Fahrt wohl übers Meer und so weiter und so fort. Und dann, na, letztendlich ist es einfach immer nur ein Lied. Und ich glaube, die Gesinnung, mit der es irgendwie vorgetragen wird, ist eigentlich das Entscheidende. Freddie Quinn interpretiert den Titel 100 Mann und ein Befehl. Irgendwo im fremden Land ziehen wir durch Stein und Sand, fern von zu Haus und vogelfrei. Erst in der Interpretation von Heidi Brühl wird das Lied zum Protestsong. 100 Mann und ein Befehl. Von deinem Weg, den keiner will, Tag ein, Tag aus, wer weiß wohin, verbranntes Land, und was ist der Sinn? Ende der 60er Jahre Studentenrevolten. Die Jugend ist in Aufruhr. Sie hören die Beatles und die Stones und lehnen sich auf gegen die konservative Lebenswelt ihrer Eltern. Ich habe natürlich mich auseinandergesetzt, politisch, mit den Problemen, die
die Studenten hatten. Und Rudi Dutschke ist an uns allen nicht vorbeigegangen. Aber ich war so beschäftigt mit meiner Musik, dass ich und gleichzeitig so viel Glück hatte, in einem wohlbehüteten Haus aufzuwachsen, dass ich die sogenannte harte Studentenzeit, die andere erleben mussten, und da beneide ich niemand darüber, nicht miterleben musste, Gott sei Dank. Für viele stören die 68er nur die Ordnung. In der Schlagerszene ist man den Gammlern und Langhaarigen nicht gerade wohlgesonnen. Freddie Quinn tritt gegen die Protestkultur der Jugend an. Wer will nicht mit Gammlern verwechselt werden? Wir. Wer sorgt sich um den Frieden auf Erden? Wir. Ihr lungert herum in Parks und in Gassen. Wer kann eure sinnlose Faulheit nicht fassen? Wir. Die Hochzeit der Protestbewegung ist die Blütezeit des deutschen Schlagers. Mit der jungen Dänin Gitte Henning ist auch eine neue Schlagergeneration angetreten. Du brauchst einen Mann, und zwar noch heute. Nimm gleich den von nebenan, denn der ist bei der Bundesbahn. Das Lied war sehr originell, glaube ich. Und dann hatte man eine Ausländerin, eine Skandinavierin, für dieses Befreiungsschrei aus der Enge. Auch der junge Drafi Deutscher feiert seine Erfolge in den 60ern. Ab 1969 wird die ZDF-Hitparade zur Fernsehinstitution. Wer hier auftreten darf, erhält das Gütesiegel des deutschen Schlagers. 10 Künstler treten an, über die Platzierung entscheiden die Zuschauer. Die Sendung präsentiert Dieter Thomas Heck. Berlin, das zweite deutsche Fernsehen, präsentiert Ihnen Ausgabe Nummer 1 der Hitparade. Am Mikrofon Ihr Dieter Thomas Heck. Guten Abend. Der Heck des Ostens heißt Chris Wallasch. Ab 1972 moderiert er das Schlagerstudio des DDR-Fernsehens. Die Show ist erstaunlich ähnlich aufgebaut wie die westliche Hitparade. Schmidt, Meier und Lehmann, die ganze Stadt, alles feiern und tanzen und lacht. Star in Ost und West wird ein junger Tscheche, Karel Gott. Er erobert in den 70ern den deutschen Schlagermarkt und wird von beiden Seiten in die Fernsehstudios geholt. Mistra, Karel Gott, unser sympathischer Freund aus der Tschechoslowakei, mit dem Titel Weißt du, wohin die Startnummer 6, Karel Gott. Weißt du, wohin die Träume? Die harmlosen, freundlichen Schlager des Tschechen mit dem zauberhaften Akzent kommen gut an. So gelingt es ihm, Grenzen zu überwinden. Meine Aufgabe war, was richtig auch vom Herzen kam, den Menschen ein bisschen Freude bringen mit den Liedern. Das ist meine Aufgabe, weil ich keine Protestlieder gesungen habe. Einmal um die ganze Welt und die Flaschen voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Auch die DDR bemüht sich um Auftritte von Karel Gott. Haben mir die Herren, aber so ganz elegant natürlich und richtig auf freundliche Weise, muss ich sagen, weil sie waren nicht so irgendwie fanatisch. Die haben gesagt, passen Sie auf, Herr Gott. Es wäre nicht gut, wenn Sie hier singen, einmal um die ganze Welt. Das habe ich natürlich auch ohne diese Instruktion begriffen. Viele fremde Länder sehen auf dem Mond spazieren gehen. Davon soll der DDR-Bürger lieber nicht träumen. Im Fernsehen werden eigene Vorstellungen von populärer Musik kultiviert. Manchmal schafft es auch ein Westschlager in die Samstagabendshow.
Als ich dann eines Tages in Ein Kessel Buntes den Schmidtchen Schleicher gesungen habe oder singen durfte oder singen sollte, das ging ja wie ich dachte, der Friedrichstadtpalast explodiert, nicht? Jo, Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen, wie der gefährlich in den Knien federn kann. Die Frauen fürchten sich und fangen an zu weinen. Doch Schleicher, Schmidtchen schleicht sich immer wieder. Ich hätte immer gerne noch einen Zahn von der Musik her dem Westen nachgeeifert. Also da haben wir sehr nach dem Westen geschaut, nicht? Alles, was von woanders kommt, ist immer besser. Und wir haben das in der DDR ganz stark gespürt, dass die aus dem Westen immer besser waren. Ich habe einen Brief gekriegt, da stand drin: Meine Tante im Westen hat gedacht, dass sie gut sind. Wenn die das sagt, dann stimmt das. Das sagt da eigentlich alles über fehlendes Selbstbewusstsein, was uns ja praktisch anerzogen worden ist. Schöbels Lieder sind auch im Westen beliebt. Der Schlagerstar soll im Eröffnungsprogramm der Fußball-WM 1974 in Frankfurt am Main die DDR vertreten. Eines macht ihm allerdings Sorgen. Wenn man mich fragt nach der Mauer, was sag ich denn da? Da hatte ich schon ein bisschen Angst vor und ich habe sogar mal jemanden gefragt, also ein bisschen in schwäbischer Manier, was sage ich denn da? In Klammern, Genossen, sagt mir mal, was ich da sagen soll. Und dann gab man mir 22 Antworten von Erich Honecker, die habe ich durchgelesen. So kann ich auch nicht antworten, geht gar nicht. Erwarten Sie Frank Schöbel aus der DDR. Ich hatte eigentlich nur Angst, dass sie uns mit Tomaten beschmeißen, wegen DDR und überhaupt. Wir hatten Chile und DDR hatte auch immer Begleitschutz, weil vorher zu Olympiade eben was passiert war und sie hatten einfach Angst und schützten uns. Zum Glück ist gar nichts passiert. Das Lied hat die DDR-Führung für ihn ausgesucht. Auch wenn es nicht gerade sein bekanntester Titel ist, passt er politisch am besten auf den Plan. Du schreibst mir Briefe, tausend verliebte Zeilen. Mit einem anderen äußerst populären Titel von Frank Schöbel will man 1978 die DDR-Jugend für den Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee begeistern. Mir ist kein Weg zu weit, mir ist kein Fluss zu breit, kein Berg ist zu hoch, ich komme zu jeder Zeit. Ich gehe vom Nordpol zum Südpol zu Fuß. Bei dem Lied Ich gehe vom Nordpol zum Südpol, das hieß erst Ich gehe von Dresden nach Frankfurt zu Fuß, so hieß das Lied. Und dann haben die natürlich gesagt, welches Frankfurt? Ach so, ich gehe von Dresden nach Frankfurt zu Fuß. Ich gehe von Dresden nach Frankfurt an der Oder, das geht nicht. Also, tschüss, nochmal zurückgeschickt. Und ich war nicht der Komponistentexter des Liedes, aber ich habe es so gehört. Und dann war damals Dieter Schneider mit einer Sängerin verheiratet und die sagt so im Spaß, nimmt doch Nordpol, Südpol. So, weil es so abartig. Und das hat dann funktioniert. Das haben sie nicht moniert. Wir hätten bestenfalls von Nordpolen nach Südpolen gehen können, aber nicht Nordpol, Südpol. Das ist so abartig. Und das haben sie dann zugelassen, komischerweise. Die in der Samstagabendshow Ein Kessel Buntes mit dem Fernsehballett präsentierte Fassung seines Hits kommt beim Publikum jedoch wesentlich besser an. Im Westen präsentiert ein Kinderstar seine Ode an die Mutter. Heintje stellt mit diesem Titel das von den 68ern angekratzte konservative Weltbild wieder her, wie es doch von vielen Deutschen in jenen Tagen vertreten wird. Die Frau gehört nämlich ins Haus. Das hat unsere Regierung alles umgefummelt. Und heute stehen sie mit einem dicken Kopf da und wissen nicht mehr, was sie machen soll. Ich bin froh, dass ich ein Mann bin. Hab da Aufgaben als Mann. Warum soll ich die Aufgaben als Frau übernehmen? Ich weiß nicht, ich bin nicht dafür geboren, den ganzen Tag in der Küche zu stehen und einen Haushalt zu machen. Es ist gegen die Natur, gegen das Gesetz. Die Frauen leben an für sich gar nicht schlecht, wenn die Männer gut verdienen. Das Geld nach Hause bringen. Was will eine Frau mehr? Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann, das bisschen Haushalt. Kokett beklagt sich 1977 Johanna von Kotschian über das bisschen Haushalt im Publikum der damalige Bundeskanzler. Kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Doch die Frauen wollen längst mehr.
Sie protestieren öffentlich für Gleichberechtigung und die Abschaffung des Paragraphen 218. Die Lieder einer selbstbewussten Dänin werden zu Hymnen der Frauenbewegung. Ich wusste nicht, dass die Frauen gerade mich für sehr gut für sich nützen konnten in ihre Emanzipationsgeschichte. Das war ja die Zeit. Heiße Höschen, heiße Höschen, heiße Höschen, heiße Höschen. Trägt die Gabi, trägt die Käthe, trägt das Röschen. Diese Mädchen. Das Frauenbild im deutschen Schlager wird allerdings eher von anderen Gefühlen bestimmt. Sex ist ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Triebfeder im Leben des Menschen. Ich war ja nie ein Sänger, der, sagen wir mal, das Herzgefühl ausschließlich ansprach, sondern immer Richtung Bauch geguckt hat. Also immer sehr, sehr erotische Themen als Thema hatte und als Songinhalt. Die meisten meiner Lieder haben damit wirklich zu tun. Santa Maria, nachts an deine schneeweißen Strände, hielt ich ihre Jugend in den Händen. Schau her, geboren um Leben zu geben, verbotene Träume erleben. Lieblich ein letztes Mal, lass mich dich noch einmal spüren. Die Themen im deutschen Schlager sind vielfältiger geworden. Als Udo Jürgens 1978 über ein ehrenwertes Haus, wilde Ehe und spießige Nachbarn singt, fühlt sich mancher angesprochen, der bisher wenig mit dem deutschen Schlager anfangen konnte. In den 80ern wird Marianne Rosenberg mit ihren Liedern unerwartet zur Ikone der homosexuellen Bewegung. Und auch ein eigentlich unpolitisches Lied erhält plötzlich eine historische Dimension. Während der öffentlichen Proteste gegen einen drohenden Atomkrieg und gegen neues Wettrüsten wünscht sich die 17-jährige Schülerin Nicole 1982 ein bisschen Frieden. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Sonne für diese Erde, auf der wir wohnen. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen Wärme, das wünsche ich mir. Als ich ihn eingereicht habe, beziehungsweise Nicole ihn das erste Mal gesungen habe, wusste ich, wir gewinnen damit die Eurovision. Da dachte ich aber weder an Falkland noch an die, ehrlich gesagt, an die Friedensbewegung. Das war nicht der Beweggrund. Es war einfach ein schönes Lied, ein herzliches Lied, das den Menschen was gegeben hat, das Emotionen hatte. Neue junge Bands machen deutsche Musik und dem altbekannten Schlager Konkurrenz. Politisches wird ein Schlagerthema. Nach 80er Jahren. Da mussten viele Bands über Atomkraft singen und wie schlecht die Welt ist und dass wir kurz vorm Abgrund stehen. Und ich habe mich immer gefragt, warum musiziert man sowas? Warum schreibt man so Texte? Glaubt man irgendwie, dass sein Publikum zu doof ist, das selber zu kapieren? Also ich muss das nicht erzählt bekommen, ich weiß das ja selber. Plötzlich ist alles möglich im deutschen Schlager. Schrill die Inhalte und das Aussehen der neuen Stars. Dann kamen die 80er Jahre, wo ich zum ersten Mal mir Sorgen machte, wie geht's jetzt wohl weiter, als dann alles sagen, ich will Spaß und Ideal, Vielfarm, Intertunnel, Neudeutsche Welle kam und die ganzen Firmen, wie immer, wenn sie etwas haben, wenn sie einen Topf riechen, eine neue Nahrungskette riechen, gehen sie alle drauf. Die neue Deutsche Welle eröffnet ein neues Zeitalter in der deutschen Musik und erobert sich erfolgreich die heiligsten Schlagertempel. War das sensationell. Ich habe mich gefreut, dass hier wieder junge Menschen, junge Produzenten, Gruppen Riesenerfolg haben. Für mich war es schon neu, Kombinierparade und plötzlich tritt dann Nena auf und Hubert K. Und ich, der ich früher gerne mal Erster oder Zweiter oder Dritter war, trete auf dort und bin plötzlich Achter. Da dachte ich, oh, guck an, hier weht ein anderer Wind heute. In den 80ern gastieren immer mehr Unterhaltungskünstler West, auch im Osten Deutschlands. Im abgeschotteten Land verehrt man die Schlagerstars, die man aus dem Radio, dem Fernsehen und von geschmuggelten Westplatten kennt. In Wolken zu ziehen,
über Grenzen hinweg, bis ans Ende der Welt. Das hat die Menschen sehr berührt. Und ich habe bei dem Konzert gemerkt, wie plötzlich so Leute so bei Gefühle sind, Feuer anfingen zu weinen. Und über Grenzen hinweg, der Satz, der so, was ich geschrieben habe, nicht so direkt ja geschrieben war für das Lied oder für diesen Abend. Aber da plötzlich kriegt das eine Dynamik, eine Eigendynamik, die uns alle sehr ergriffen hat. Mich auf der Bühne und die Menschen, die im Publikum saßen. Auch als Udo Jürgens 1987 in Ost-Berlin gastiert, trifft er auf ein sensibilisiertes Publikum. Schlagertexte werden aufgesogen wie Botschaften. Der Riss durch Berlin, der lautlose Schrei in die Welt hinaus. Ein Flug durch den Raum zum Mond und zurück, wirklich wahr. In meinen Texten kommen natürlich auch Stellen vor, die den Leuten wirklich unter die Haut gegangen sind. In einem Lied, Atlantis sind wir, da heißt es, der Riss durch Berlin, der lautlose Schrei in die Welt hinaus. Und an dieser Stelle sind wirklich erst hinten im Publikum und dann weiter vorne auch Menschen aufgesprungen und haben die Arme hochgerissen. 1989 fällt die Mauer zwischen Ost und West. Die DDR-Bürger stehen vor offenen Grenzen. Stars und Fans können sich nun direkt begegnen. Der Schlager ist plötzlich gesamtdeutsch geworden. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich wünsche dir einen guten Tag. Hallo, guten Morgen, Deutschland. Ich lebe hier, weil ich dich mag. Die Musiklandschaft ist bunter geworden. Der Schlager konkurriert mit Deutschrock und Volksmusik. Und der Radiomarkt wird von englischsprachiger Popmusik beherrscht. Das ist in Deutschland ein Phänomen, dass die eigene Musik, die eine Sprache so negiert wird und niedergemacht wird. Vielleicht ist das ewige Schuldgefühl nach dem Kriege, ich weiß das nicht. Dass Heino seine Platten scheinbar alle zu Hause gestapelt hat und alle heimlich selber gekauft hat, was man ihm unterstellt hat, weil keiner wollte Heino-Fan sein. Und ich hab dir schon damals fest versprochen. Der Sänger Bernhard Brink moderiert heute selbst Schlagersendungen im Fernsehen. Er ist von dem Grundbedürfnis der Deutschen nach Schlagern überzeugt. Schlager wird immer gehen, die Leute werden das einfach mögen. Und wenn man heute die Strukturen in Deutschland sieht mit 70% der Menschen über 40, dann weißt du einfach, dass der Schlager nie untergehen wird. Schlager sind wieder im Fernsehen. In Live-Programmen werden die alten Stars noch immer umjubelt, vor allem im Osten. Der Hang zum Mitklatschen, Mitsingen und Mittanzen ist ungebrochen. Und auch die alten Titel erleben ein Comeback. Von Jürgen Drews bis Rex Gildo mit seiner Fiesta Mexicana, 20 Jahre nach seinem Hitparadenerfolg. Fiesta, Fiesta Mexicana, auf der kleinen Plaza de la Manon singt. Schlager ist so eine der schönsten Drogen der Jetztzeit. In den 90ern entwickelt der Musiktherapeut aus Trier die Figur Gildo Horn und tritt mit schrillen Parodien auf. Für hartgesottene Schlagerfans eher ein Schock, aber Horn holt die Hits der 70er erfolgreich zurück. Dann kam der große Ruf zur ZDF-Hitparade. Das war natürlich das Mekka des deutschen Schlagers, damals von Uwe Hübner präsentiert. Und wir sind dann da aufgelaufen in unseren bunten Klamotten, waren da wirklich echt wie ein UFO ist gelandet. Und die alten Schlagerrecken sind dann auf uns getroffen. Die haben gedacht, das kann einfach überhaupt nicht wahr sein, ne? was hier abgeht. Wie scheiße seht ihr aus? Ne? Und man hat nicht so genau gewusst, wollen die uns jetzt verarschen oder ist das jetzt ernst gemeint? Der Schlager hat neue Formen gefunden, ist aus den Wohnzimmern auf die Straße gegangen und hat Anhänger in allen Altersgruppen. Einmal im Jahr treffen die sich in Hamburg zum Schlager-Move, ähnlich der Love Parade, und feiern ihre Götter. Und wenn Party ist, singen alle die alten Hits. Die Menschen brauchen ihren Schlager. Das ist offensichtlich das Liedgut, die Deutschen geworden.
Er braucht seinen Schlager. Er kann sich mitteilen mit anderen durch diesen Schlager. Er kann sich gleichen mit anderen. Er kann was unternehmen mit anderen. Und er fühlt sich aufgenommen von einer großen Masse. Ich denke, das ist diese heile Welt, was der Schlager darstellt. Und beim Feiern sind die Deutschen schon lange wieder glücklich vereint. Hey!